Ich bin ein Stativ. Genau. Was mit dem Licht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön. Das war natürlich jetzt hier Effects Firework. Richtig. Da ja gerade das geile Stativ ist. Geil! Das geile. Klar. Alter. Ne, hör mal. Na, auf jeden Fall, wir testen heute hier die Crackling Grenade von Prekov. Eine Neuheit aus 2016. Guck mal, die sehen öher. Ja, also, ja, richtig geil verarbeitet auf jeden Fall. Jetzt. Schön dabei sein. Ja, Pyrofuchs ist ja auch noch anwesend. Hi. So, wir haben hier eine NEM von, was haben wir denn? 24 Gramm auf 2 Stück. Genau, also 2 Gramm pro Stück. Frisch steht oder vor. Genau, gut. Ist Klasse 2, ne? Und Neuheit, oder? Na, von 2016. Das ist die Pyro Power. Alter, ja, ich kann ja aufmachen, oder? Ja, ich finde es auf jeden Fall geil, dass man hier sowas so als Layout, weißt du, so als Hintergrund. Ja, genau. Sieht schick aus, so, ja. Und was ich auch gut finde, diese die lange Lunte. Sicherheitszündstoff. Ja. Steht hier noch drauf? BVD? Ja, das ist halt Breakout, ne? Also, so. Kannst du da alle Rede machen? Ja. Erstmal so einzeln. Ein. Mach erstmal einen, ja. Den, und die anderen dann im Vlog. Ja, genau. Geht nicht gleich los? Das also. Ja, gar nicht so schlecht. Schön lautes Crackling. Jetzt nur hier. Oh, ne. Wo geht denn das jetzt? Das ist ja scheiße. Das hätte ich jetzt ja gerne mal gesehen. Ach, das ist in so einem Section. Das ist so ein Section, ja. Ja, so hier der Hülle. Kannst du nochmal füllen. Oh, ist ein Crackling-Ball, ne. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, die Dinger. Wetten, in ein paar Jahren sind da bloß noch Meteoriten drin. Wahrscheinlich. Ja. Was kosten die? Nee, weiß ich auch nicht. Euro oder so. 1,50 Euro. Auf jeden Fall ganz nett. Ja, lautes Crackling auf jeden Fall. Ja, kann man empfehlen vielleicht. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Liken.